Recht herzlich willkommen zur 44. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, der Schwede klopft hier oben an der Tür, wie man hier sieht. Da müssen wir noch was gegen tun. Haben wir letztes Mal auch hier, glaube ich, noch eine Truppe aufgerufen. Ja, sind noch zwei in der Warteschlange. Und lass mal weiterlaufen. Frankreich sieht England nicht länger als Rivalen an. Okay. Influenza breitet sich aus. Ja, das ist... Stellt die unter Quarantäne. Hamburg, kein Handelskriegsgrund mehr. Gut, dann Kriegsgrund gegen Frankreich. Ist auch nicht schlimm. Diese Truppen da, die sind noch bei uns auf dem Land. Das ist noch ein bisschen falsch, aber die haben wohl keine Flotte mehr. Wa? Das ist ja ganz schlecht für die Leutchens da. Okay. Jetzt haben wir doch wieder einen Handelskriegsgrund. Die Blaue Horde macht einen Bürgerkrieg. Okay, auch schön. Hier kommt noch eine Truppe nach. Wir stehen schon wieder so weit, dass wir dann noch eine kriegen. Ich würde gerne diese zwei Einheiten hier der, sag schon, Norweger zerstören. Das ist, glaube ich, Dingens, ne? Ne, da kommt ein Schiff, okay. Okay, was haben wir hier? Versucht, die Beendigung zu verbessern. Da verlieren wir Geld, was wir nicht haben. Wir kriegen dann Grundsteuer in zwei Staaten. Ja, komm, wir müssen das mal hier einfach reinballern. Jetzt haben wir zwar Minus, werden Kredit aufnehmen wieder, aber ist halt so. Hier unten, wie sieht's da aus? Da sind die norwegischen Patriotisten. Okay. Das bedeutet, wir können darüber gehen, wenn die darüber gehen. Aber die sind noch nicht mal eins, sehe ich gerade. Mein Anführer ist drin, na gut. Und die Blanche erhalten. Aragon. Müssten wir gerade mal einmal gucken. Hier wäre zu denen stehen. Bündnis anbieten ist gerade nicht, weil wir sowieso im Krieg sind. Und wir sind doch verbündet mit den Österreichern, oder? Verteidiger gegen Norwegen. Krieg gegen norwegische Rückgewinnung von Capre. Okay. Sind wir oder sind wir nicht? Verbesserung der Beziehung. Ne, wir verbessern noch die Beziehung. Etabliert eine Kolonie in Nordamerika. Ja, was ist etablieren? Gute Frage, ne? Den lassen wir da. Ja, das war der Kredit, den wir da eben gehört haben, ne? Gut, weiterlaufen lassen. Und... ist die Frage, was wir mit der Truppe dann machen, ne? So, jetzt haben die Protestanten das schneller geschafft wie wir. Und das bedeutet jetzt, glaube ich, dass wir definitiv, ich glaube, abziehen werden, weil wir kriegen das nicht so schnell frei, glaube ich nicht. Und die ziehen jetzt da rein und machen uns platt. Bin ich von überzeugt. Auf jeden Fall machen sie das, wenn wir das befreit hätten. Und ich sehe momentan keine Chance da, gegen die zu gewinnen. So. Achso, jetzt mal Pause reingemacht, wollte ich gar nicht. Wo sind denn unsere drei Schiffe? Haben wir nicht drei Schiffe letztens gehabt? Ne, wir haben sogar mehr Schiffe hier. Wir haben acht Schiffe und dazu zwei Koggen. Ich glaube, da oben wurde die ja gemacht. Dann schickt die mal wieder da hoch. Und dann müssen wir überlegen, was wir da machen, ne? Was da? Ah, die Schweden haben es erledigt. Okay, die Schweden sind übergesetzt und haben da die Norweger vertrieben und das auch jetzt besetzt. Okay.
Ein gutes Argument. Prestige können wir uns nicht leisten. Das ist ganz schlecht sowieso schon. Okay. Die sind noch da. Wir müssten jetzt mal gucken. Ne, weißt du was? Lass die mal hier rüber. Und wir packen davon welche dann da drauf, oder? Obwohl, wie weit sind denn die damit? Mit dem Schiffsbau. Ach, das ist fertig, aber ist das schon dann da reingegliedert? Wohl nicht. Ich dachte, da wäre noch eins im Bau. Machen wir auf jeden Fall noch eins. Ja, das machen wir wieder unter Quarantäne stellen. Gut, dann sind es nur zwei Truppen, die wir gerade mitnehmen. Wählen wir diese Einheiten aus und schicken die gerade aufs Schiff. Und dann gucken wir mal, was da auf Island geht, ne? Die sind noch besetzt von Norwegen. Und die werden hier oben auf jeden Fall einnehmen, ne? Ich glaube nicht, dass da noch irgendwer ist. Wir müssen Reykjavik erwischen. Damit wir da irgendwie gucken, was da so los ist, ne? Ich weiß aber nicht, wie viele Truppen da sind. Das ist die Schwierigkeit. Wenn da mehrere Truppen sind, dann haben wir keine Chance. Dann ist das erledigt. Meisterpräger gestorben, ja. Ja, was machen wir hier noch? Schiffe bauen? Nö. Ja, Truppen bauen. Machen wir da noch eine dazu. Und ich glaube, wir bauen da auch noch eine. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, ne? Das ist ja schon ewig besetzt, das ist das Problem. Wie kriegen wir diese 7 Truppen kaputt? Das ist die Frage, ne? Schwierig. So, Schiff ist da und 3 Truppen sind da. Wir haben 2 Koggen, das bedeutet, da können wir nicht ganz viel machen. Fahr mal hier hin und gucken wir uns das da an. Ob wir da eine Insel einnehmen können dann, oder sind da die Norweger drauf? Ne, das sind Rebellen, die da drauf sind. Quarantäne, bleibt uns nichts anderes über. Okay, und da sind 16 Leute drauf, du glaubst es nicht, oder? Aber da ist niemand drauf, oder? Bin ich der Meinung, dass da niemand drauf ist, aber Observanten sind... Aber eigentlich sollten wir die hier sehen, oder? Wenn da welche sind. Ich glaube auch nicht, dass da welche sind, weil die Norweger sind von den Schweden platt gemacht worden, ne? Das würde bedeuten, dass wir auf jeden Fall da eine Länderei mehr besetzen können. Warte, 16 Einheiten, da machst du ja nichts, ne? Und was wollen die? Das ist die Frage. Das sind norwegische Bauern. So, wieder auf Schiff. Ja. Und dann fahren wir mal hier hoch, ne? Mal gucken, was da so ist. Da hatten wir keine Chance. Hier ist eine Kogge schon fertig. Dann lass uns noch eine zweite bauen. Ne, das sind Söldner. Da sind Schiffe. Dann bauen wir noch eine. Können wir hier auch noch eine bauen? Ja, machen wir. Wir bauen Transportschiffe, definitiv. Und das verlieren wir hier, das ist definitiv so klar, ne? 5% haben wir jetzt geschafft, dadurch, dass wir die Insel gekriegt haben. Und hier ist schon der Norweger drin. Kriege ich die da noch rein, bevor die anderen kommen? Nö, leider nicht. Das war's dann. Ach, die meinten, nee, da sind schon welche drin. Nee, dann lass es abbrechen. Das sind die, die da schon drin sind, ne? Lass mal runterfahren und hier gucken.
Okay, das ist besetzt und dann ziehen sie runter und dann holen sich das letzte Land. Ach, ist schon fertig, alles klar. So, denn mit ist bis auf das Land da oben beibehalten. Bis auf Norwegen. Island ist alles besetzt, ne? So, was bedeutet das? Ich muss definitiv hier mehr Einheiten machen, um gegen die 7 Einheiten zu kämpfen. Die dann übersetzen und dann mit einer großen Macht darunter. Aber ob ich das schaffe, ist eine ganz andere Frage, ne? Na, wir müssen das hier befreien, damit wir das nicht verlieren. Da unten ist ein Schiff. Fahr das mal dahin. Und das auch. Okay. So. Da sind wir schon. Ist die Frage, ob die da noch sind oder nicht. Das sehen wir, wenn wir hier rüber gefahren sind. Also da steht niemand wohl drin, ne? Und da auch nicht mehr. Das bedeutet, wir werden anlanden, ne? Wir haben einen neuen König. Oh, stopp mal. Boah, verlieren wir 10 Prestige und hier 10 bäuerliche in Ost. Oxfordshire. Können wir hier unten 10 verteidigen? Unser Prestige ist sowieso schon am Boden, ne? Können wir nicht verteidigen, machen wir so. Gut. So, die ziehen auf jeden Fall an Land. Und nehmen Reykjavik ein. Ich weiß nicht, ob die 2 reichen. Sind noch nicht mal mehr 2, ne? Müssen gleich die Schiffe holen. Und die fahren weg. Und holen Leute. Dahin. Ist nur die Frage, ob die Norweger noch schaffen, aber das, die können das auch einnehmen tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dann da noch bitte rüber. Und Korruption steigt. Okay, was können wir hier für eine Debatte anfangen? Für die nächsten 10 Jahre Technologie weniger, brauchen wir kein Geld für. Seeleute. Inflation, Reduktion. Ja, ich glaube, wir werden das hier nehmen, ne? Stabilität haben wir 0. Das wäre auch nicht schlecht dann, ne? Machen wir gerade Pause. Nachfolger, okay, Mary. Ist aber nicht so dolle. Und wir haben das besetzt, gut. Das erste fällt flach. Regeneration Seeleute machen wir auch nicht. Inflation, Reduktion und Zinsen. Ja, obwohl Zinsen wäre auch nicht schlecht, ne? Rottenbau reformieren. Legitimität steigt. Die verlieren wir gerade. Nehmen wir das. Da sind auch schon ganz viele dafür. So, noch einer. Das Ding ist schon durch. Wunderbar. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Plus, ne? Ja, ziemlich viel sogar. Das ist gut vielleicht. Kernprovinzen. Machen wir auch. Ach, das sind beide gegangen wegen Dingens, weil wir das reformiert irgendwie haben oder sowas, ne?
So, jetzt müssen wir die Norweger. Ah. Da machen wir sofort eine Verhandlung. Geht gar nicht. Wir haben keinen Diplomaten frei, okay. Nehmen wir den mal bei den Dingens zurück. Verstoppen wir. Das ist gut so. Und wenn der wieder da ist, der Diplomat, der braucht 13 Tage, Hammer. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier was managen. So. Friedensverhandlungen mit Norwegen. Würde gehen. Würde auch gehen. Hier, das hätte ich gerne noch. Geht auch. Und das würde auch gehen. Aber da haben wir diese 7 Einheiten, die uns da noch das Chaos machen, ne? Deswegen ist das noch nicht gar nicht so interessant in dem Sinne. Das würde auch gehen. Oh, da geht viel. Verdammt viel. Das nicht mehr, aber das wäre jetzt nicht schlimm. Wenn ich jetzt das wieder zurückgebe. Was muss ich zurückgeben, damit ich das bekomme? Nee, das möchte ich schon haben. Das ist mir wichtig. Nee, geht nix. Dann lassen wir das weg. Dann geht das halt leider nicht. Das wäre noch schön gewesen, aber das lassen wir dann. So geht das. Und wir kriegen noch ein bisschen Geld zusammen, denke ich. Die Frage, wie viel sie haben, ne? Haben nicht mehr. Dann noch hier. Okay. Das würde dann nicht mehr gehen, Kriegsreparation. Wenn wir da drauf verzichten, geht das. Dann nehmen wir noch eine ganze Staatskasse mit, ne? Ja, gut. Und das senden wir. So, kurz laufen lassen. Frieden wohl auf. Und somit sind wir, glaube ich, mit niemandem gerade im Krieg. Das ist gut. Und wir könnten jetzt mal gerade reinschauen, ob wir... Ja, ein Bündnis würde gehen. Ein Bündnis mit den Österreichern. Da sind schon hier die Dingens Rebellen wieder zugange, ne? Ja, Bündnis mit Österreich. Welches Bündnis wäre noch? Die... Schweden nicht, aber Österreich wird auf jeden Fall wollen. Das ist auch gut so. Und ich weiß nicht, wie weit das hier fortgeschritten ist. Warte mal, lass mal die 9 Tage gerade laufen. Da ist er. Okay. Eroberungskriegsgrund. So, jetzt mal gerade reingucken. Okay, Aragon ist ganz schlecht. Also ganz schlecht ist es nicht, ne? Und das ist auch nicht besser erstmal. Aber das hier, das ist es. Und ach, das machen wir jetzt. Bestätigen. Dann haben wir ein Rückgrat gegen Frankreich auf jeden Fall. Das sollten wir tun. Perfekt. So, gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.